Warnemünde, gestern Nachmittag. Es ist der Tag nach dem 2:2 des FC Hansa Rostock gegen 1860 München. 7 Spiele sind gespielt. Zeit für eine Analyse und eine Zwischenbilanz mit Hansa-Trainer Pavel Dotschev. Hallo Dotschev, grüß Sie. Grüß Sie, hallo. Lassen Sie uns ein bisschen klönen. Das 2:2 gegen 1860, ein ungewöhnliches Spiel. Wie verarbeiten Sie eigentlich so eine Begegnung? Sind Sie eher traurig, frustriert, angespannt? Wie gehen Sie persönlich nach dem Spiel mit so einer Begegnung um? Das ist sehr unterschiedlich, natürlich auch vom Ergebnis abhängig. Gestern war sehr emotionales Spiel, sehr intensives Spiel, ging es ganze Zeit hin und her und so gesehen war schon ein sehr, sehr intensives Spiel für mich, auch als Trainer aufzuarbeiten. Es ist nicht einfach. Generell nach dem Spiel schlafe ich nicht gut, weil ich immer diese Bilder vom Spiel habe. Ist es dann egal, ob es ein Sieg war oder Niederlage? Sie schlafen grundsätzlich nicht besonders gut? Oder schläft sich nach einem Unentschieden Niederlage nicht so gut wie nach einem Sieg? Es ist eigentlich ein sehr schönes Gefühl, wenn man gewonnen hat, dann ist man ist auch müde und man schläft auch nicht viel. Aber es ist trotzdem ein sehr, sehr angenehmes Gefühl. Wenn du jetzt verloren hast, die Strapazen, die du die Wochen hast, die sind einfach nicht weg. Und ja. Die Entschädigung für mich ist ja, so viel Aufwand zu treiben und dann gewinnen, natürlich ist schon so ein tolles Gefühl. Auch wenn du selber schon am nächsten Tag ein bisschen müde bist. Meine Erholungsphase kommt einen Tag später. Sozusagen jetzt ab heute Mittag, heute Nachmittag komme ich auch auf diesen Erholungsmodus. Pavel Dotschev in seinem zweiten Jahr bei Hansa. Kein Lautsprecher, ein Analytiker. Nach der ersten Halbzeit mit einem 0:1 Rückstand hätte er schon Gründe gehabt für eine echte Kabinenpredigt. Er regelt es anders. Ich habe gemerkt, dass die Mannschaft eigentlich eher Ruhe braucht. Bisschen. Ich muss die Mannschaft aufbauen, also positiv, nicht jetzt negativ an der Sachen rangehen. Und dann versuche ich erstmal die Spieler die Zeit zu geben, ein bisschen untereinander sich auszutauschen, weil die haben immer was sich zu sagen. Du musstest nur den Ball da spielen oder da. Also das heißt, ich gebe ein bisschen die Möglichkeit, das Spiel untereinander sich auszusprechen, dann ein bisschen erholen. Mhm. Und dann war ich dran, wo ich mal diese taktischen Hinweise noch auch vor Augen geführt habe, korrigiert ein bisschen und auch danach aufgebaut, danach auch motiviert. Okay. Also das sind ungefähr diese Abläufe, die in der Kabine auch stattfinden. Und gestern hat es gut funktioniert. Aber ich habe gemerkt, dass die Mannschaft wirklich nach dem 1:0 wieder so ein bisschen verunsichert wurde. Und ich habe ein bisschen Parallelen gehabt, so wie Würzburg, wie gesagt. Das war eigentlich bittere Niederlage für uns, dass die Mannschaft verunsichert. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, die Mannschaft eher zu loben und auch aufzubauen, als draufzuhauen. Dann wollen wir uns die Tore von diesem Spektakel noch mal anschauen, okay? Ja, gerne. Sehr gut. Ja. Das Spiel gegen Grüne Münchner, ein Spiegel der Saison. Kai Bülow nicht eng genug am Mann. 0:1, 31. Minute. Die andere Seite von Hansa ist diese. Kombinationsfußball beim 1:1 noch ansatzweise. Beim 2:1 von Breyer in vollster Vollendung. Wären da nur nicht wieder die kleinen Aussetzer. Ball im Aufbau verloren. Kein Zugriff auf den Gegenspieler. 11 Meter. 2:2. Hansa mit dem ersten Unentschieden der Saison. Warnemünde am Tag danach. Pavel Dotschev, geboren in Sofia, ein eher unruhiger in Sachen Fußball. Bei 5 Vereinen spielte er als Profi. Hansa ist seine 7. Trainerstation. Wo eigentlich gehört er hin? Können Sie mit dem Begriff Warnemünde und Heimat eigentlich was anfangen? Ist das schon so ein bisschen Heimat für Sie? Sie wohnen ja auch hier. Ja, ich wohne hier. Es ist wunderschön und ich fühle mich sehr, sehr wohl hier. Also das ist super schön und es ist einfach traumhaft. Und die Leute, die hier Urlaub machen, ich arbeite hier, es ist irgendwie so toll. Und gleichzeitig möchte ich auch sagen, ich bin jetzt nicht hierher, weil es so schön ist und weil auch toll ist. Ich will auch sportlich und beruflich was erreichen. Ich will in diesem Verein was bewegen. Der Verein ist einfach super und sehr viel Potenzial. Und man hat auch gestern gesehen,
was die Fans auch, wie sie uns auch unterstützen, 90 Minuten, wie viel Emotion, wie viel Herzblut dahinter steckt. Also der Verein ist einfach für mich entscheidend und deswegen, weil meine Arbeit, mein Verein mir Spaß macht, deswegen fühle ich mich auch natürlich auch sehr wohl hier in Warnemünde. Das ist eigentlich, das hängt schon sehr, sehr eng zusammen, weil was nutzt mir Warnemünde alleine an sich, weil es so schön ist und beruflich oder die Arbeit, die ich mache, mir keinen Spaß macht. Eigentlich, das muss schon zusammenpassen und das ist bei mir der Fall. Also ich, wie gesagt, ich bewundere diesen Verein, ich bewundere auch hier alles, was hier sich bewegt und was möglich ist. Und das ist das eigentlich für mich entscheidend. Ja. Es gibt nicht wenige, die sagen, es passt noch was ganz gut zusammen, nämlich der FC Hansa Rostock und die zweite Bundesliga. Das ist der Traum, das große Ziel auch von Ihnen. Reden wir gleich drüber, wie nah Hansa eventuell schon in dieser Saison dran ist. Das Ganze machen wir nach Nordmagazin Kompakt. Sehr gern. Ein Nachmittag mit Hansa-Trainer Pavel Dotschev. Er ist eindeutig angekommen, auch bei seinen Fans. Wer wollte Foto oder Autogramm? Du? Jana wollte das. Wie heißt du? Jana mit Doppel-N. Jana, komm, wir machen das. Das ist total lieb. Dotschevs große Stärke, er ist authentisch und realistisch. 7 Spiele gespielt, 3-mal gewonnen, 3-mal verloren, 1 Unentschieden. Wenn Sie eine Schulnote vergeben würden, bislang die Bilanz der Saison bis hierhin, was würden Sie da sich selbst und der Mannschaft zu geben? Ja, ich denke schon, dass 3 kann man schon geben. Ist einem befriedigend? Es ist eigentlich ein bisschen besser als 3 vielleicht. Ich denke, 2-3 Punkte haben wir zu wenig auf dem Konto, was die Leistung betrifft. Also Leistung war besser als das Ertrag. Aber so ist ja Fußball und auch gestern, denke ich, hätten wir auch locker 2 Punkte mehr haben können. Also ich bin jetzt nicht unzufrieden, aber ich weiß, dass wir noch ein bisschen Luft nach oben haben. Dann schauen wir uns zusammen noch mal den bisherigen Saisonverlauf an. Wohin geht die Reise zum Saisonauftakt? Beim Aufsteiger Cottbus setzt es eine bittere 0-3-Klatsche. Erst der Torwart, dann Aussetzer im Abwehrverbund. Sowas nennt man individuelle Fehler und sowas kostet Punkte. Nach dem ersten Spieltag geht's ab ins tiefste Kellergeschoss der Tabelle. Ein Fehlstart droht, zumal Absteiger und Aufstiegsaspirant Braunschweig an die Ostsee kommt am 2. Spieltag. Aber denkste, das Team wie ausgetauscht. Allen voran der neue Stürmer Suku, ein Glücksgriff aus Aue. Tolles Tor mit toller Technik. Der Eintracht aus Niedersachsen schenkt er sogar 2 ein. Der Lohn, es geht zumindest schon einmal in den 10. Stock. Und es wartet das heiß ersehnte Pokalspiel gegen die scheinbar übermächtigen Schwaben vom VfB Stuttgart. Große Bühne, ausverkauftes Haus. Im Ostseestadion muss der Erstligist ein 0-2 schlucken in Bild und Turm. Nochmals für den FC Hansa Rostock. 8 Minuten sind gespielt und Sebio Suku im Zweikampf schneller als Holger Badstuber und dann ganz geschickt mit dem Außenriss vorbei am ehemaligen Nationalkeeper Ron-Robert Zieler geht der Ball ins Netz. Das Ding ist so schön, dass die Spieler es selbst nicht fassen können. Das Ringen auf dem Platz und später um Worte. Das war heute ein geiles Spiel von uns, muss ich ehrlich sagen. Also gegen VfB Stuttgart so ein Spiel abzuliefern. Und natürlich noch, Verzeihung, geiler, wenn Pepic auch noch selbst trifft. Ein Sieg, der die Kogge auf Kurs bringt, oder? Liga-Alltag eine Woche später gegen Würzburg. Da ist es wieder das andere Gesicht. 0-4 im Heimspiel. Wieder sind es unerklärbare Kurzschlüsse einzelner Spieler, die dem Gegner das Siegen leicht machen. Wir müssen uns einfach jeden 90 Minuten immer daran erinnern, dass wir jeden Zweikampf führen müssen. Immer verschieben, keinen Meter zu wenig machen. So anders geht's nicht. Selbsterkenntnis, ein wirklich guter Weg. Hansa kann eine Spitzenmannschaft werden. Einsatz und Willen überzeugen das Publikum, die Stimmung im Ostseestadion grundsätzlich gut.
Jetzt nur noch die individuellen Fehler abstellen, dann ist auch wieder oben ohne Zeit in Rostock. Pavel Dotschev, warum eigentlich steigt Hansa schon in dieser Saison in die zweite Bundesliga auf? Ja, das Garantie gibt es natürlich nicht. Also die Frage ist schon sehr gut. Also muss man ehrlich sagen, wir wollen alle aufsteigen. Also der Verein gehört auch in der zweite Liga mit dem Potenzial. Und wir müssen diesen Mut haben, diese Ansprüche zu haben, weil das wäre alles anders für mich, für so einen Verein wie Hansa, unseriös. Ich weiß, mir ist auch bewusst, wie schwer alles ist. Es gibt auch andere Traditionsvereine, die genau das gleiche Ziel haben wie wir und die arbeiten auch gut. Und man weiß jetzt Braunschweig, Kaiserslautern, Karlsruhe, Cottbus und 1860 sind so viele Vereine dabei. Wiesbaden letztes Jahr war Spitzenmannschaft. Also ich würde, ohne zu übertreiben, 10 Vereine nennen können, die genau die gleichen Ziele haben wie wir. Und die haben auch Potenzial und Tradition. Aber ich bin der Meinung, wir müssen uns nicht verstecken hier. Und wir müssen diese Ansprüche haben und wir müssen diese Ziele uns auch vor Augen führen und alles dran setzen, um aufzusteigen. Und nachher uns nicht den Vorwurf zu machen, warum haben wir es nicht probiert. Und letztes Jahr war knapp. Also ich kann mir denken oder würde ich sagen sogar oder behaupten, dass letztes Jahr war einfacher aufzusteigen als dieses Jahr. Aber wir werden dieses Jahr auch unsere Ziele nicht ändern wollen. Und deswegen, wir werden jetzt Gas geben. Und das ist das Einzige, was ich versprechen kann, ist, dass wir unser Bestes geben würden für diese Verein, um aufzusteigen. Ob am Ende das reichen würde, ist eine andere Sache. Aber diese Ziele haben wir schon. Dann drücken wir die Daumen, dass es klappt. Ganz einfach. Dankeschön. Vielen Dank, dass ich Zeit genommen habe. Dankeschön. Dankeschön. Herzlichen Dank. Bis dann.